Hallo und herzlich willkommen zu den digitalen Quick-Tipps. Mein Name ist Arno Burger und heute geht es darum, wie ihr E-Mails direkt beim Versand ablegen könnt, sodass ihr nicht erst versendet, dann in gesendet geht und sie dann wieder ablegt. Ich habe hier eine E-Mail bekommen von einem Zuschauer, der hat eine Frage, die mache ich auf. Ich gehe dann auf Antworten, ich schreibe die Antwort und dann wähle ich unter Optionen gesendete Elemente. Den Ordner, wenn der schon da ist, wähle ich ihn hier aus. Wenn nicht, gehe ich auf andere Ordner, suche den Ordner aus, bestätige mit OK. Und jetzt wird diese E-Mail beim Senden direkt in den Teilnehmerfragen abgelegt. Ihr seht, es gibt hier auch die Möglichkeit, die E-Mail nicht zu speichern. Könnte zum Beispiel interessant sein, wenn ich jemanden am Telefon habe, ich rede mit dem, ich schicke dem was und es geht nicht darum, dass ich das nachher irgendwie nachvollziehen kann oder weiter brauche, dann könnte ich sie damit auch gleich beim Versand schon löschen. Also Teilnehmerfragen, ich gehe auf Senden, ich schließe die Nachricht, die ich vorher bekommen hatte und ihr seht jetzt hier unter Teilnehmerfragen, da ist jetzt diese Antwort drin, die ich gerade verschickt habe. Probiert es aus, wenn es Fragen gibt, schreibt die in die Kommentare. Ihr wisst ja, ich beantworte die gerne und es wäre schön, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst oder wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, auch das tut. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao, euer Arno.